Auf diesem Gebiet bin ich Cindy Crawford wohl überlegen. Ich weiß nicht, ob das ein Trost für dich ist. Aber endlich als schwerwiegendster Beweis, yo no tengo el trasero de la Cindy Crawford. Ich habe nicht den Hintern Cindy Crawfords. Klein, rund, jede Hälfte exquisit gezeichnet. Der meine ist hartnäckig, groß und breit. Amphore oder Tonkrug, du kannst wählen. Und alles, was ich tun kann, ist, mich seiner nicht zu schämen und bequem drauf zu sitzen, um Schriftstellerin zu sein. Aber sag einmal, quantas veces has tenido la Cindy Crawford a tus pies? Wie oft lag Cindy Crawford dir zu Füßen? Wie oft schenkte sie dir Zärtlichkeiten am Morgen? Küsse in den Nacken, ein Lächeln, Fruchteis ans Bett? Von welchen Erfahrungen, Revolutionen könnte sie dir berichten, die auch nur annähernd den meinen glichen? Bescheidenheit beiseite, ist ihr so perfekter Körper der Ungezügeltheit des Meinen fähig, feurig und zärtlich zugleich, kluge Erforscherin aller Regionen deiner Geografie? Denke gut darüber nach. Wäge ab, was ich dir biete, leg die Zeitschrift weg und komm ins Bett.